Wir sind heute in Monaco und wollen euch den neuen S3 als Limousine vorstellen. 2,0 Liter, 300 PS und 380 Newtonmeter. Doch bevor wir uns anschauen, wie sich dieses Fahrzeug fahren lässt, schauen wir uns die optischen Veränderungen an. Fangen wir bei der Front an. Hier haben wir zum Beispiel den geänderten Single-Frame-Kühlergrill mit den beiden Linien, die sich überall widerspiegeln. Zum Beispiel auch hier in dem Fronteinlass bzw. in den Lüftungsgittern, die auch geändert worden sind. Serienmäßig wird das Fahrzeug mit Bi-Xenon-Scheinwerfern ausgeliefert. Hier sind aber die aufpreispflichtigen LED-Scheinwerfer verbaut. 770 Euro Aufpreis wäre es mir wert. An der Seite erkennt man den S3 an den obligatorischen Außenspiegeln und auch an den Seitenschwellern. Serienmäßig rollt der S3 als Limousine auf 18 Zoll. Hier sind die optionalen 19 Zoll Felgen verbaut, die dem Radkast natürlich besonders gut stehen. Das Beste kommt zum Schluss. Die motortechnische Überlegenheit sieht man am S3-Logo und die doppelflutige Quattro-Auspuffanlage, die sieht man natürlich dann auch am Heck. Am Heck wurde auch der Heckdiffusor verändert und diese leichte Abrisskante hier oben auf der Heckklappe, die sorgt dafür, dass weniger Auftrieb entsteht. So, Gurthöhenverstellung hat er natürlich auch. Und das Lenkrad ist manuell, axial und vertikal verstellbar. Die belederten Sportsitze haben ein S3-Logo, geben einen guten Seitenhalt, sind in unserer Version allerdings auch nur manuell verstellbar. Dann fahren wir jetzt mal los. In der neuen Audi S3 Limousine ist die Progressivlenkung natürlich auch verbaut. Das heißt, ich habe eine sehr direkte Lenkung, wenn es ein bisschen schneller geht. Oder wenn ich einparken muss, dann macht die Servolenkung auf und das Einparken funktioniert leichter. Ich kann also leichter das Lenkrad bewegen. Das Ganze finde ich sehr gut abgestimmt. Da hat Audi einen guten Job gemacht. Das Fahrwerk hier in der S3 Limousine ist 25 mm tiefer gelegt im Vergleich zur herkömmlichen Limousine. Das Fahrwerk ist sportlich komfortabel abgestimmt. Man merkt also, wir haben es hier mit einem sportlicheren Modell der normalen Limousine zu tun. Fahrwerk ist also ausgesprochen gut und auch gutmütig. Innenraumcheck im Funk. Starre Gurtpeitschen, Isofix-Halterung sind vorhanden, Leseleuchten sind auch vorhanden. Ich habe jetzt zwei ausgeformte Sitze, Mittelarmlehne, sogar mit Ablagen und hier habe ich auch noch mal eine Durchreiche zum Kofferraum. Ich sitze bequem, habe ausreichend Kopffreiheit und wie man sehen kann auch ausreichend Beinfreiheit. Der Fahrersitz ist eingestellt auf eine Körpergröße von 1,75. Das kann sich hier sehen lassen. So, kommen wir mal zum Getränkehaltercheck. Hinten habe ich zwei Getränkehalter in der Mittelkonsole und ich habe auch in den Türtaschen Platz. Da passen also halbe Liter Flaschen ohne Probleme rein. Ist jetzt kein Raketenwissenschaftler, aber diese Netze hinten finde ich für Kinder oder für Familienväter ganz praktisch, weil die ganzen Kleinigkeiten können halt verstaut werden. Erwähnenswert ist noch, dass die hinteren Scheiben sich nicht komplett versenken lassen. Das ist natürlich der Form geschuldet. Zumindest wollten wir es mal einmal kurz erwähnen. Meine Kinder würde das stören. So, Ablagencheck vorne. Wir haben in den Türtaschen Platz für, ich würde sagen, Literflaschen oder halt Halbliterflaschen und noch ein wenig Kleinzeug. In der Mittelkonsole befinden sich zwei zusätzliche Becherhalter, die sogar beleuchtet sind. Hier habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Die kleinen Flaschen stoßen hier oben, man sieht das hier so ein bisschen, an die Schalter. Etwas weiter hinter ist ein Fach unter der Mittelarmlehne. Da ist dann auch der Anschluss für das MMI, für die Konnektivität vom iPhone zum Beispiel oder auch ein USB-Adapter zum Laden. Und natürlich gibt es auch ein Handschuhfach, wo aber mit Verlaub nicht wirklich viel hineinpasst. Und zu guter Letzt gibt es im Beifahrerfußraum auch noch mal ein kleines Netz. Die verbaute Sportauspuffanlage klingt, wie man es hören kann, dezent. Trotzdem bei höheren Drehzahlen, dann hört man dann doch noch schon was davon.
390 Liter Kofferraumvolumen hat der Audi als S3 Limousine. Was mich aber eher beeindruckt hat, war die Zuladung. Die liegt nämlich bei 475 Kilo und der Fahrer, der sitzt dabei schon drin. Optional kann man natürlich auch die Rücksitzlehnen umlehnen und somit den Stauraum noch vergrößern. So, jetzt habe ich mal die Rücksitzbank umgeklappt. Das Tribut an das Design. Leider ist hier eine ebene Ladefläche nicht möglich. Sechsgangschaltung habe ich hier verbaut. Das Fahrzeug gibt es ansonsten noch mit einer S-Tronic. Die Sechsgangschaltung hat mich überzeugt durch kurze, knackige Schaltwege und dementsprechend kurzen Schaltzeiten. Kommen wir noch mal kurz zu ein paar Zahlen und Fakten. In 5,3 Sekunden beschleunigt der Handschalter von 0 auf 100. Dabei soll er mit einem Durchschnittsverbrauch von 7 Litern rauskommen. Ich kann euch sagen, den Wert kann man auch locker verdoppeln. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h und ist dort dann halt elektronisch abgeregelt. Der Jens hat euch die ganze Zeit das Fahrzeug erklärt. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Mir bleibt noch kurz was zum Infotainment-System zu sagen. Wie in der ganzen Audi A3-Familie fährt das Display raus und ist vor allen Dingen knackig scharf. Das mag ich wirklich bei den Audi-Displays sehr scharf. Wir können das Telefon natürlich anschließen, uns navigieren lassen. Die Navigation erfolgt über Google Earth-Daten. Und was noch ganz schön ist, wir haben ja auch das Audi Connect System drin. Da kann ich das Audi quasi, ich muss mich bei einer Audi-Seite anmelden, kann das Audi, kann diesen Audi hier für mich konfigurieren und dann über Facebook und Twitter Statusmeldungen absetzen, die ich vordefiniert habe. Kann dann sagen, ich bin jetzt im Stau und komme in 10 Minuten. Er nimmt also Variablen aus dem Navigationssystem dann. Verbaut ist das Bang & Olufsen Soundsystem. Das war schon in allen anderen A3s, die wir gefahren sind, ein Hammer und ist auch hier wieder eine Wucht, macht richtig Spaß, Musik zu hören. Heute haben wir ausnahmsweise auch mal die Möglichkeit, das Fahrzeug im Dunkeln zu testen. Die Voll-LED-Scheinwerfer sind hier montiert. Man sieht jetzt hier quasi die normale Ausleuchtung und jetzt ziehen wir mal das Fernlicht und sehen hier quasi die komplette Ausleuchtung. Kommen wir zum Fazit Audi S3 Limousine. Was kostet der Spaß? 40.400 Euro, glaube ich, ist der Basispreis. Über 40.000 fängt er an, ja. Hat er uns Spaß gemacht? Hat er. Also mir richtig doll, dank der Streckenführung von Audi hier durch die französischen Berge hoch und runter, wahnsinnig Spaß. Quadroantrieb, also der Quadroantrieb macht sich bemerkbar und gibt einem auch noch vielleicht ein bisschen falsche Sicherheit, aber er gibt einem auf jeden Fall Sicherheit, sodass man auch ein bisschen sportlicher fährt, als man sonst tut. Das Design im Innenraum, Audi üblich gut, ja. Gut und schlicht. Ja. Was haben wir an Kritikpunkten? Ich kritisiere, dass bei Fahrzeugen in der Preisklasse über 40.000 Euro immer noch keine Rückfahrkamera serienmäßig verbaut ist. Ja, ich würde mir bei so einem sportlichen Fahrzeug wünschen, dass die Auspuffanlage zumindest schaltbar noch ein bisschen kerniger, kräftiger ist. Von außen hört er sich wesentlich besser an als von innen in der Vorbeifahrt. Gut gedämmt halt, ne? Ja. Und sonst läuft gut, fährt sich gut, macht Spaß. Verbrauch können wir nicht zu sagen. Wir haben ja hier unsere Videotestfahrt. Ja. Wenn er wirklich da bei 7 Litern rauskommt, dann ist prima. Selbst mit 10 Litern kann man mit dem hier viel Spaß haben. Ja. Also ich glaube, Audi hat es geschafft, durch die Implementation dieses Motors aus dem normalen Audi A3 aus der normalen Limousine tatsächlich auch einen Kurvenräuber zu machen. Man kann hier mit Kurven räubern, das macht dann auch verdammt viel Spaß. Und prollig ist der Wagen ganz und gar nicht. Ich finde auch nicht, dass er ein reines Sportfahrzeug ist. Ist kein Sportwagen, das ist eine sportliche Limousine. Eine sportliche Limousine. Ja. Und dafür schlägt sie sich sehr gut. Okay. Gut. Was bleibt uns zu sagen? Wir sehen uns morgen schon wieder quasi. Wir bleiben nämlich hier in Monaco. Weil ich werde jetzt mal eben die Flex rausholen und zwar werde ich das Dach hier einfach mal abnehmen, oder? Genau. Morgen fahren wir das A3 Cabriolet hier in Monaco und dann sehen wir uns. Wenn euch unser Video jetzt hier gefallen hat, Daumen hoch unten. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Unten könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao.